Österreich hat gewählt, die FPÖ hat gewonnen. Grund genug, dass wir uns das Wahlprogramm einmal genau anschauen und schauen, was hat die FPÖ zum Thema Immobilien und Wohnen zu sagen und zum Thema Eigentum generell. Das Ganze schauen wir uns jetzt gleich an. Nachdem ja zu erwarten ist, dass die FPÖ mit der Regierungsbildung beauftragt wird, oder sie zumindest was mitzureden haben wird in der neuen Regierung, ist es natürlich wichtig, dass wir wissen, was zum Thema Eigentum die FPÖ als die Partei, die entscheiden wird, zu sagen hat. Und dafür schauen wir uns direkt das Wahlprogramm an. Leistbaren Wohnraum für die Österreicher schaffen. Leistbarer Wohnraum ist natürlich ein riesiges Thema für alle Parteien bisher. Und gut, dass es auch die FPÖ interessiert. Starterwohnung für junge Familien. Ja, okay, passt. Vergabekriterien für Kredite lockern. Da zielt offensichtlich das Programm ab auf die sogenannte KIM-Verordnung. Die KIM-Verordnung, die eben die Kreditvergaberichtlinien verschärft hat und eigentlich dazu geführt hat, muss man fairerweise sagen, dass kaum mehr Kredite vergeben werden können. Ein Kriterium ist zum Beispiel die Schuldendienstquote von 40%. Das heißt, höchstens 40% des verfügbaren monatlichen Nettoeinkommens dürfen für die Tilgung des Kredits gebraucht werden. Das will die FPÖ abschaffen. Schauen wir, was sie dazu dann auf die Straße bringen. Banken zu fairen Kreditbedingungen zwingen, Einführung eines Zinsdeckels, Senkung der Kreditkosten, Laufzeitverlängerungen und Stundungen statt voreiliger Fälligstellung von Krediten und sofortige Weitergabe von Zinssenkungen. Sicher was, was sich viele wünschen. Banken gehen üblicherweise zwar nicht voreilig mit Fälligstellungen um, allein schon weil es rechtlich sehr komplex ist und für die Banken natürlich ein riesiges Risiko birgt, aber das ist das, was die FPÖ vorhat. Vermögensaufbau für Eigenheimserwerb ermöglichen und dafür wollen wir jetzt Aussetzung der Besteuerung von Sparbuchzinsen, solange die Inflation höher ist als die Zinsen, Erhöhung der Bausparprämie, passt, steuerliche Begünstigung privater Investitionen. Wer in die Schaffung oder Erhaltung seines Eigenheims, aber auch in die Verbesserung eines Mietobjekts investiert, soll steuerlich davon profitieren. Sicher was, was viele sich schon lange wünschen. Nein zum Sanierungszwang, da geht es um diese Taxonomieverordnung, wo eben vorgeschrieben werden soll, dass man Heizungen zum Beispiel umrüsten muss in einem bestimmten Zeitraum. Das will die FPÖ verhindern. Das wird wahrscheinlich nicht gelingen, weil es eine europarechtliche Vorschrift ist, wo es national eigentlich nur wenig Spielraum gibt, das zu ändern. Aber zumindest könnte man hier sich erwarten, dass längere Übergangsfristen kommen und Förderprogramme. Und das steht auch drin, es soll attraktive Förderungen geben, um langfristig Energie zu sparen. Keine Erbschafts- und Schenkungssteuer, das ist so ein Gespenst, das immer wieder herumschwebt. Werden wir ganz oft gefragt, natürlich bei Übertragungen zu Lebzeiten, also wenn man jetzt sein Vermögen regeln will. Wir empfehlen immer, dass man es gleich macht, weil wir ja jetzt nicht wussten und es eigentlich auch immer noch nicht wissen, ob nicht eine Erbschafts- und Schenkungssteuer wieder eingeführt wird. Die FPÖ, die die Wahl gewonnen hat, sagt nein, also haben wir zumindest 5 Jahre voraussichtlich mal Ruhe vor dieser Erbschafts- und Schenkungssteuer. Aber warten wir mal ab, wie die Regierung dann tatsächlich ausschaut und was dann wirklich passiert. Nein zur Leerstandsabgabe. Die Leerstandsabgabe gibt es bereits in unterschiedlichen Bundesländern und Gemeinden in unterschiedlicher Höhe. Das will die FPÖ abschaffen wieder. Seien wir gespannt. Viele wünschen sich das. Ich persönlich bin zwiegespalten. Es ist sicher gut, wenn vermietbare Objekte wieder auf den Markt kommen. Ein einheitliches und vereinfachtes Mietrechtsgesetz wäre dafür erforderlich. Dazu lese ich da jetzt mal nichts. Wir dürfen sehr gespannt sein. Was jetzt wirklich passiert, das wird einige Zeit dauern. Ich habe gerade gelesen, 62 Tage durchschnittlich dauert es, bis eine Regierung gebildet wird. Warten wir mal ab, wie es weitergeht. Das ist auf alle Fälle spannend. Und ja, es hätte auch die KPÖ gewinnen können. Das wäre für Immobilieninvestoren und Eigenheimbesitzer wesentlich schlimmer gewesen. Da lese ich jetzt nichts, was mich irgendwie stören würde. Was haltet ihr davon? Was sagst du zu diesem Programm? Bitte
Lass nicht deinen Frust aus, wenn du mit dem Wahlergebnis unzufrieden bist. Hier geht es nur um die Immobilienthemen. Da bin ich jetzt eigentlich zumindest so, dass es schlimmer hätte kommen können. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch. Wenn du keine weiteren Videos verpassen willst, abonniere den YouTube-Kanal und schreib mir direkt einen Kommentar, was du hier für Anmerkungen zum Wahlprogramm von der FPÖ hast und wie du glaubst, dass es nachher noch weitergehen wird. Bis zum nächsten Mal, dein Dan.